Willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Team Fortress 2 und die Doku ist noch nicht vorbei. Eine Sache gibt, okay, vielleicht noch zwei Sachen gibt es noch hinterher zu sagen. Und zwar, guck mal, wieso bin ich jetzt eigentlich Medic gegangen? Ich werde jetzt nämlich erstmal die Pay-to-Play-Sachen klassifizieren, würde ich sagen. Erster Pay-to-Play, Sekunde. Ist an der Ausrüstung auch sehr einfach zu identifizieren. Und zwar diese, die erst kurzzeitig zum Free-to-Play Pay-to-Play geworden sind. Und zwar an Sekunde, dieser Kappe hier, der Manco-Kappe. Meistens in Kombination, naja, mit üblichen Sachen wie beispielsweise oder mit Geschenken wie der Robbenmaske oder aber. Wo ist das jetzt? Ja, auch manchmal den Bronze-Duellanten-Abzeichen oder den Söldner, wie man hier sieht. Also in der Mitte jetzt des Bildschirms. Und natürlich auch manchmal noch eine Pyrovision-Brille. Manchmal. Aber nicht immer. Nun, auf jeden Fall, das ist das normale Loadout eines startenden Pay-to-Plays. Natürlich auch noch mit eventuell einigen seltsamen Waffen. Naja, so ist es üblich halt, weil. Ach ja, stimmt, ich wollte auch noch die Klasse dabei wechseln. Und zwar hat der sich das Spiel auch gerade eben erst gekauft. Dies bedeutet, naja, also er hat es erstmal gezahlt. Das bedeutet, Spielmechaniken ist es wahrscheinlich, ist dieser Spieler dann wahrscheinlich schon vertraut mit. Und der geht oben rum, wie es scheint. Genauso wie mit Laufwegen. Und demzufolge. War es das noch nicht? Verdammt. Also, wie gesagt, demzufolge war es das noch nicht. Und somit ist es auch noch, naja, also wie gesagt, die Spielstärke ist vorhanden. Ja, aber nicht unbedingt auf 100%. Also, was ich damit sagen will, dieser Spieler hat angefangen, sich Premium zu kaufen. Man kann nichts über die Kampfstärke allein davon sagen. Dann gibt's jetzt zu dem meiner Ausrüstung eigentlich jetzt passt, der normale Pay-to-Play. Also der Otto-Normalspieler, den man auf den meisten Servern eigentlich antrifft. Relativ normal eigentlich. Also. Das sind wirklich Pay-to-Play-Spieler, mal mit besseren Sachen, mal mit schlechteren Sachen, vielleicht ein paar Stranges, vielleicht auch nicht, vielleicht ein paar Spezialtowns, vielleicht auch nicht. Also wirklich die Spieler, die man auf der Karte immer trifft. Ah, schade, kein Abstauber. Okay, also, wie gesagt, die man eigentlich überall auf jedem Server findet. Ah, dammit, ging. Pyros habe ich jetzt. Verdammt. Okay, ich muss schnell. Stopp. Darum geht's jetzt gar nicht. Das Spiel ist jetzt nur nebenbei. Mann, immer wieder dran erinnern. Okay. Egal. Auf jeden Fall. Gah! Okay, fokussieren. Egal was passiert, wenn das gegnerische Team kommt, man kennt's ja. Fokussieren jetzt auf das Gesagte. Fokussieren. Normale Free-to-Play, abgehakt. Entschuldigung, Pay-to-Play. Entschuldigung, mein Fehler. Anschließend geht es auch noch weitere Arten von Pay-to-Play, nämlich dann der in der Erfahrung nächste kommende, schon der erfahrene Spieler. Dieser ist mit mehreren Spielstunden. Was? Ja, stimmt, zu langes Laden. Also dieser ist mit mehreren Spielstunden schon erfahrener, sagen wir es mal so. Nanu? Also wie gesagt, dieser ist mit mehreren Spielstunden erfahrener und auch vom Inventar besser, also sprich schon wertvollere Sachen, wertvollere Strangers und so weiter. Und vielleicht sogar ein Unusual oder zwei. Das war jetzt aber noch die letzte Klasse von Free-to-Plays, sondern das war nur die erfahrenste. Also, naja, ich
Ich würde jetzt ungern noch eine weitere Unterstufe machen, aber irgendwie bietet sich das schon an. Und zwar ist das eine Unterstufe nur und wirklich ausschließlich nur für die absoluten Pros. Also wirklich mehrere hundert Stunden können einfach und sind äußerst geübt darin, gewaltigen Damage anzurichten. Und ihr beide geht jetzt mal schön ein Stück zurück. Ja, toll. Egal, auf jeden Fall, das sind wirklich die Pros, wirklich. Naja, ich denke mal nicht, dass man das noch erklären muss. Pro ist halt Pro. Mehrere tausend Stunden Spielzeit, gewaltige Erfahrung und ein ungeheuer schwerer Gegner. Nun denn, weiter geht's mit. Obwohl, nee, stopp, da bin ich schon in die falsche Kategorie gerutscht. Entschuldigung. Obwohl, ich habe ja noch gar nichts gesagt. Warum habe ich das jetzt gesagt? Keine Ahnung. Verdammt. Die in Anführungszeichen Kategorie, die ich suchte, was? Ach ja, stimmt. War nämlich. Oh, konzentrieren, konzentrieren, fokussieren. Die ich suchte, war. Damit war. Nee, verdammt. Stopp. Weiter im Kopf. Jetzt habe ich's. Entschuldigung, war in der falschen Hirnwindung. Ich meine, das könnt ihr mir verzeihen, ich habe auch den Film den Prozess sehen müssen. Entschuldigung, der Film der Prozess. Nicht weiter zu empfehlen. Werdet ihr definitiv in der Oberstufe in der Schule machen müssen. Absolut zu meiden. Bitte meidet den. Der ist wirklich schlimm. Also wirklich, das ist sogar so schlimm, dass ich das hier wirklich als Grund erwähnen kann. Das ist nein. Einfach nur nein. Also wie gesagt, wo war ich? Genau, Trader. Trader sind Pay-to-Plays, die ihre Sachen traden und natürlich auch mit Gewinn. Und in deren Inventaren können sich von Zeit zu Zeit schon mal bessere Sachen befinden. Wie, naja, ich würde jetzt mich selbst auch noch ein bisschen so als Trader bezeichnen, aber naja, ich würde schon sagen, Skill habe ich nicht. Also, trotzdem, um es weiter sagen, Trader, sehr gutes Inventar meistens, mehrere Unusuals, extrem wertvolle Strangers, vielleicht sogar beides, gibt's ja. Und damit noch nicht genug. Es ist auch noch möglich, ein paar selbstgemachte Skins im Inventar zu finden. Und selbstgemacht ist ja bekanntlich die seltenste Art. Also wirklich die Art, die am seltensten auftaucht. Also die Qualität. Nun, des Weiteren. Obwohl, nein, ich glaube, das kommt erst in der nächsten Folge, falls es die überhaupt gibt, weil, naja, ich meine schon so ein bisschen aufpassen, aber, naja, so eventuell. Naja, morgen. Okay, also nochmal zur Rekapitulation. Wir hatten die frischen Free-to-Plays, wir hatten die Free-to-Plays, Entschuldigung, Pay-to-Plays, Free-to-Plays sind wir schon durch. Wir hatten die Pay-to-Plays, die schon etwas länger dabei sind, und wir hatten die Pay-to-Plays, die lange dabei sind. Und da will ich jetzt gern auch noch mal ein bisschen was dranhängen, und zwar die wirklich absolut erfahrenen Veteranen, die seit Beginn des Spiels dabei sind und sogar noch über das goldene Abzeichen verfügen. Wer jetzt nicht weiß, was ich meine, diese Medaille Söldner hat mehrere Abstufungen. Söldner ist eigentlich die schlechteste für die, die das ab dem Free-to-Play-Update haben. Aber das wirklich absolut wertvollste ist unumstritten das goldene Abzeichen Urgestein, wenn ich mich recht entsinne, heißt das. Aber auf jeden Fall, es ist ein goldenes Abzeichen und
Nicht viele können von sich behaupten, das zu besitzen. Naja, ist aber auch schon einige Jahre her. Nun gut, damit hätten wir auch das Urgestein abgehakt und auch den Trader. Und somit würde ich sagen, ja, tut mir leid, aber weiter kann ich das, konnte ich das Skript wirklich nicht schreiben. Dieser Filmprozess ist einfach nur schlimm. Ein anderes Wort dafür gibt es nicht. Also tut mir leid, wenn jetzt was fehlt. Ich werde erstmal wieder den Kopf reinigen und dann, wenn der Kopf wieder frei ist, werde ich das Ganze in die Kommentare schreiben, was ich noch vergessen habe. Falls mir das überhaupt noch einfallen wird. Also, bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt hier etwas neben der Spur bin, aber boah, dieser Film. Guckt ihn euch niemals an. Vor allem, wenn man das Ende nicht mal dabei hat. Also wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Area Dos.